Jetzt würde ich sagen, wir machen uns auf den Holzweg. Das muss aber nicht unbedingt ein schlechter sein. The Grid. Bretter müssen nicht immer gleich die Welt bedeuten. Wenn man darauf ein paar Pünktchen holen kann, dann ist das schon mal ein richtig guter Anfang. Und das hier sind die Regeln dazu. Bei diesem Match bewegen sich die Spieler ausschließlich auf schmalen Balken. Ein Fänger verfolgt drei Läufer eines gegnerischen Teams. Dafür hat er 90 Sekunden Zeit. Fällt ein Läufer vom Balken, gilt er als gefangen. Fällt der Fänger vom Balken, muss er 5 Sekunden warten, bevor er weiter fangen darf. Für die ersten beiden gefangenen Spieler bekommt der Fänger jeweils 5 Punkte. Für den letzten Läufer erhält er 10 Punkte. Der Fänger, der alle Gegner am schnellsten fangen konnte, erhält 5 Punkte extra. Heidi Klum wird grün vor Neid. Endlich mal eine Laufsteg-Challenge, die den Namen wirklich verdient. Balance, Trittsicherheit und dann noch Schnelligkeit. Das wird allen unseren Spielern abverlangt. Und dann muss man auch noch taktisch klug vorgehen. Wer fängt, wer läuft weg? Ihr müsst das jetzt entscheiden. Wer ist Fänger? Wer vom Team läuft weg? Team Vanessa, habt ihr euch auch schon entschieden? Jo. Yes. Ah, okay, da hätte man drauf kommen können. Norman fängt Team Luke. Damit seid ihr bereit? Dann geht's los. Geht auf eure Position. Luke hat gelogen. Und den schmalsten Laufsteg der Welt, den hat im Blick unser Jan. Und los geht es mit dem ersten Duell. Das dritte Match an diesem Catch-Abend 2020. Es beginnt. Norman auf der Jagd nach den drei Gelben. Silke, ich glaube, der kommt straight einmal durch. 3, 2, 1. Catch. Eine kurze Instruktion noch von Dean und Norman guckt sich als erstes Luke aus. Man kann mit, Luke kommt vom Balken ab. 40 Zentimeter hoch, 25 Zentimeter breit. Man muss so sehr die Balance behalten und so ein Parcours wie Norman ist natürlich dafür geboren. Komm. Und jetzt, Silke, du bist auf einem ganz tollen Weg. 5 Sekunden, komm, Norman. Wieder hoch, Norman, wieder hoch. Du hast die Zeit, Silke. Norman ist runter. Du musst wieder rauf, da wo du runtergefallen bist, Norman. Du hast noch 50 Sekunden Zeit. Es geht auch um einen eventuellen Bonus für alle Catches. Bislang hast du 10 Punkte. 5 für die ersten beiden Catches. 10 gibt es oben drauf, wenn du Silke noch triffst. Wow! Da wurde kurz mal die Richtung geändert. Silke, du machst es super. Norman, nochmal rauf. 5 Sekunden Strafe. Silke, hab du nicht die Uhr im Blick? Norman, rauf. Raufstellen. Komm. Weiter geht's. 12 Sekunden, Silke, die du noch entkommen musst. Nur noch 12 und immer rum im Kreisverkehr. Die ist nicht einmal runtergefallen. Das ist eine ehemalige Turnerin. 3, 2, 1, du hast es geschafft. Das war sensationell gut. Silke, du Alleskönnerin. Zeig das bitte, zeig den Schuh. Norman. Zeig der Schuh von Norman ist kaputt. Der Schuh von Norman, den hat's erwischt. Also, Silke, man muss ja sagen, also Fairness habe, muss man sagen, für deine Füße ist das hier ja wie eine dreispurige Autobahn. Das ist gigantisch. Ja, und apropos Füße, was ist mit deinem Flug passiert, Norman? Ich habe ihn. Skorpfert worden. Muss Opfer geben, denke ich. Es muss Opfer geben, hier sehen wir. Ein Loch ist im Schuh, im Schuh ist ein Loch. Und wir machen weiter mit dem zweiten Lauf. Genau so ist es. Simon, wir gucken nochmal auf den Abgang von Dean und da hinten verabschiedet sich die Sohle von Norman. Ja, der hat wirklich jetzt das schöne Loch im Laufschuh. Silke lässt sich zu Recht noch mal feiern, aber es gibt natürlich trotzdem Punkte fürs Team Vanessa für die ersten. Stopp. Das Publikum hat sich gerade entschieden. Ich brauche. Ich glaube, wir müssen nochmal hören. Nochmal hören! Ja! 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 Ja!
das erste Teammitglied der deutschen Nationalmannschaft empfangen. Ja, cool. Das kannst du zwar als Kleid anziehen, aber ist genau deine Größe, XS. Meine Damen und Herren, es war eine wahnsinnig gute Leistung und ich bin vielleicht ein bisschen parteiisch. Sie ist Team Gelb, aber sie ist einfach die stärkste Frau im Parcoursport. Geil. Ich brauche Silke Solfrank bei der Europameisterschaft für Team Deutschland. Yeah. Mega. Herzlich willkommen, Team Deutschland. Dankeschön. Jetzt sind wir schon mal zu zweit. Ja. Glückwunsch, Silke, auch von mir. Und ich interpretiere das eben auch definitiv als Nationalmannschaftsbewerbung. Und schwuppi, bist du drin in der Jacke. Wir gucken noch mal ganz kurz auf die Punkte, würde ich sagen, die Norman gerade erlaufen hat. 10 an der Zahl. Für die ersten 2 Catches gibt es jeweils 5 Punkte. Für den dritten, wenn man das schafft, noch mal 10 obendrauf. Also es lohnt sich, alle zu catchen. Das ist jetzt die Aufgabe von Andy. Ich glaube, alle sind bereit. Auch Vanessa für den zweiten Lauf bei The Grid. 3, 2, 1, catch. Das haben wir eben gelernt bei den ersten 90 Sekunden. Man kann mit Geschwindigkeit ruhig ein bisschen geizen. Vanessa ist runter. Hauptsache, man stresst die anderen. Und das macht Andy bis hierhin perfekt. 2 Catches in gerade mal 15 Sekunden. Der fühlt sich so fast von hoch. Wahnsinn. Absoluter Catch-Wahnsinn. Das sind 20 Punkte safe. Und wer das schlagen will in Sachen schnellster Catch, der muss sich wirklich was einfallen lassen. 16 Sekunden. Und alle 3 Intürkis haben sich verabschiedet. Als erstes Vanessa, ja, hat sich hoffentlich nicht wehgetan. Als zweites erwischt es Said, der da so ein bisschen aus dem Gleichgewicht kommt. Ja, und das ist ein schöner Abgang. Es gibt 20 Punkte safe fürs Team Luke, das sich vom Platz 2 verabschiedet, und zwar nach oben, jetzt vor Team Fabian steht. Und das Team Fabi ist jetzt dran mit Weglaufen, mit dem Captain höchstpersönlich auch dabei. Dana ist am Start, Benny Gleisner auch dabei. Auf geht's. Und Luca derjenige, der zu fangen versucht für Lila. Oh, ich dachte, Pete fängt. 3, 2, 1, catch. Fließende Übergänge sind ein wichtiges Gut bei diesem Spiel. Fabi wählt einen tollen Weg, die gerade Strecke, um da wegzukommen. Die ersten 10 Sekunden kommt das Team Orange sehr gut weg. Boah, ist das gut gemacht, Dana. Aber jetzt hat er dich, bevor er runterfällt, kurz 5 Sekunden warten. Nach 20 Sekunden schlägt Luca ein erstes Mal zu und jetzt darf er weitermachen mit dem Jagen. Kluges Gitterverhalten ist gefragt. Fabi kennt den Weg jetzt auch. Querfeld ein. Man sieht es, das ist diese alte Schwebebalken-Erfahrung, die er da jetzt ausspielen kann. Der bremst immer optimal ab. Stopp, du musst warten. Luca, ja. Fabian, raus. Ja, natürlich, raus mit dir. Auf Benni. Und jetzt darf Luca weitermachen. Ja, noch einen, den es da zu fangen gilt. Ja? Ich verstehe Fabi, der sagt, der war doch schon unten. Benni, come on! Aber wer runter ist von dem Gitter, der ist eben unten, ganz egal wann. Luca ist jetzt der Nächste, den es erwischt. Jetzt sind es noch 10 Sekunden, die dir gleich bleiben. Und Benni, das ist so schlau, dich genau in diese Ecke zu stellen. Denn der Weg ist weit. Luca weiß, das ist kaum noch zu schaffen. Wenn, musst du jetzt noch einmal Stress machen. Also hypnotisch wird das nichts, sage ich dir. Benni, yes. Erfolgreich weggelaufen. Benni Gleisner, gut gemacht. Wir gucken noch mal auf die Wiederholung. Dana hat es ganz gut gemacht. Aber die lange Hand von Luca schlägt zu. Und dann haben wir das letzte Duell
schon alles eingegeben. Der Turner gegen den Ninja-Sportler mit dem besseren Ausgang für Letzteren. Luca steht bei seinem. Luca, bei den Mädels wird ja auch am Schwebebalken trainiert bei euch Turnern. Bei den Jungs anscheinend nicht so viel, oder? Zu wenig, anscheinend. Zu wenig. Aber du bist eh gerade hart im Training. Dein großes Ziel ist es, deutscher Meister zu werden. Ja, in meinem Team, der TGSA. TGSA. Und was du dafür tust, das schauen wir uns mal an. Luca Ermantraut. 23 Jahre. 1,73 Meter. 73 Kilo. Geräteturner. Als kleiner Junge sieht Luca im Fernsehen Flickflacks und Überschläge und versucht, die so oft nachzumachen, dass seine Eltern ihn in einen Turnverein stecken. Mit Erfolg. 2013 erstmals deutscher Jugendmeister am Boden, auf dem Pauschenpferd und Vizemeister im Mehrkampf. Und die Titeljagd ist noch nicht zu Ende. Nach seiner letzten Catch-Teilnahme entdeckt der Sport- und Geografiestudent auch noch seine Leidenschaft für Parkour. Luca hat 10 Punkte gesammelt fürs Team David. Der Captain steht da unten auch jetzt, gehört zu dem Trio, das weglaufen muss. Also, ihr habt schon mal 10 Zähler dazu gewonnen. Jetzt ist es das letzte Duell. Und wir gucken, was er hier, Benny Grahm, so als Mitbringsel hat zur letzten The Grid Catch Party. 3, 2, 1, Catch. Die legale Hetzkampagne beginnt mit jemandem, der in der Jugend Vizemeister war. Im Turnen, aber hier kommt er ab vom Balken. 5 Sekunden Zeit für euch alle in Lila zu orientieren. David rutscht trotzdem runter. Ärgerlich. Pete ist noch drauf. Und Jackie auch. Die hätte Danny gern als nächstes und er hat sie gekriegt. Jetzt haben wir das 1-gegen-1-Duell. Es sind noch 60 Sekunden. Zeit zum Fangen für Benny Pete. Nee, das geht nicht gut. Riskantes Manöver. Machst du das öfter? Ja, ja klar. Ein Parcours ist ja im Prinzip genau sowas. Sich da auf Mauern kanten, von A nach B springen und so. Und halt auch vielen, sag ich nicht Höhen, aber halt genau auf sowas. Und dann für mich ist das eine Höhe. Ja, man muss halt Fokus auf die Füße. Sonst passiert was wie das, sonst plumpst mal runter. Aber er ist nicht für Bock. Erstmal Bock, er kann noch atmen, er kann immer noch, er lacht immer, der lacht fast mehr als Silke. Und ich gebe zu Andrea zur Gesamtauswertung. Das ist wirklich unglaublich, wenn man da hier so guckt und die laufen da oben, als wäre das einfach der normale Boden. Und jeder normale Mensch wird einfach auf die Schnauze fallen. Und wir schauen uns jetzt mal die Punkte an. Team Luke, die hatten nicht nur volle Punktzahl, sondern auch noch die Extrapunkte für den Fastest Catch. Also die haben als erstes alle gefangen. Schönes. Team Fabian bleibt aber immer noch an der Spitze. Und Team Vanessa hat endlich die ersten Punkte geholt. 10 Punkte! Junge!